So, servus Leute, herzlich willkommen zur neuen Episode von Chris und mir. Und zwar, wir haben eine neue Serie, die heißt Restart Together. Genau, richtig gehört. Und Restart Together ist eigentlich, wir waren ja schon in etwas höheren Prestigen, besser gesagt Prestigemeister, und haben uns jetzt zurücksetzen lassen, ja, einfach so just for fun, damit das Spiel wieder einen Sinn hat. Ja, vollkommen richtig. Wir haben gedacht, es ist ja so, jeder macht ja mittlerweile irgendwie einen Road to Commander. Und wir haben uns gedacht, wir machen keinen Road to Commander, sondern wir machen ein Restart Together. Und das ist zwar ähnlich wie ein Road to Commander, aber es ist halt doch auf unsere eigene Art was. So, was hättest du gesagt, was suchen wir denn als erstes? Ich überlasse dir da... Was hättest du denn gern gespielt? Ja, ich überlasse dir da die freie Handlungsmacht. Mir ist es eigentlich relativ egal, solange es jetzt gleich am Anfang noch kein Suchen und Zerstören ist. Wir spielen eine Runde Domination, hätte ich gesagt. Okay. Was nimmst du für eine Klasse als erstes immer? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich werde mit der Scorpion spielen oder mit dieser M27, kann es sein? M27? Ja, mit der M27, genau. Genau, also irgend sowas werde ich spielen, denn ja, mein Ziel ist es ja natürlich gleich schnell hoch zu leveln, weil ich ja auch dann mir die Waffen freischalten möchte, und dadurch, dass ich da den Rocket Launcher habe, kann ich halt die Sachen, die in der Luft sind, einfach auch noch runterholen und zusätzlich Punkte absahnen. Das ist, denke ich, auch immer meine Taktik, die ich verfolge beim ersten Spiel. Immer mit der M27er-Klasse zu spielen und versuchen, so viel wie möglich runterzuschießen. Das ist ja die Mercenary, heißt die Klasse. So, erstes Spiel. Hi-ho, let's go. Okay, Stand-off. Oh, ja. Stand-off. Oh, geil, Mann. Gleich mal erster Fail. Hast du den? Ja, ich hab ihn. Hast du den erwischt? Ich habe ihn schon erwischt. Ich laufe mal außen rum. Okay. Da an der Garage ist ja einer, hab ich. Ich check mal. Hast du? Gehst du durch die Garage, weil dann würde ich jetzt hier mal rechts lang gehen. Ja. Oh, ja. Da, hast du eine Nade geworfen? Ja. Okay. Hab den in der Garage. Okay, Weg ist frei. Hier kann man schön, geduckt langlaufen, dann sehen die dich nicht. Achtung. Mit Raketen. Boah, was war das? Ja, hat er mit Raketenwerfer? Ich schmeiß einen Shockstick vor. Da sind welche. Ich hab einen davon. Ich geh ins Haus. Dass ich die vom Haus... Ey, die schießen mit Rocket Launcher. Nein, vor, ne? Er hat mich gekillt. Hat er dich? Ja. Aber nur ganz kurz dran geaimt. Machst du zum Kopf. Okay, ja. Ich bin immer noch in dem Haus bei A. Ich versuche zu kommen. Die Teammates nehmen schön B ein. Oh. Ja gut, das Problem ist, wir pushen zu A auf A, aber ich glaube, ich hole jetzt mal A mit. Ja, ich komme mit. Will mit. Wow. Ja, jetzt ist C. Ich habe eine UAV. War zu langsam. So, ich denke mal, die werden auf A UAV gehen. Hier habe ich auch eine schöne Friedensstifte, aber nur mit Laser. Ich gucke jetzt natürlich hier mir ein bisschen die Waffen an, die am Boden rumliegen, um dann eventuell eine Waffe zu kriegen, die den Schalldämpfer drauf hat. Die gehen B. Okay, soll mir rechts sein. Ich hol C. Mein Shockstick bei A ist hochgegangen zweimal. Okay. Also die kommen wieder bei A. Oh, Vorsicht, da ist von hinten was gekommen. Ah. Ja, ich hab's gesehen, aber hat mich nicht geholt. Ja, ich hab ihn. Ich bin immer noch oben im Haus. Ach komm, ey. Die sind jetzt A. Oh. Berto rennt um die Ecke, hat mich sofort im Aim. Was hab ich denn? Ich hab 3 Bar Connection und so spielt sich das jetzt gerade auch. 3 Bar? Wunderbar, oder? Ja, aber ich hab Wert. Jetzt gehen sie auf C und A, oder? Ja, ey, einer ist mit Schild. Ich schau mal, dass ich A krieg. Oh, ich bin down. Ach, komm. Müssen wieder B holen. Ja, ich gehe jetzt nicht zu C, da ist einer mit dem Schild, da habe ich keine Chance. Ich gehe B holen. Ja, ich bin dabei. Leg dich irgendwo hin. Schau mal hoch ins Haus. Ja, habe ich. Nein, ich hab ne Stuck kassiert. Mist. Ja, die holen jetzt wieder B zurück, aber ich schmeiß eine Nade. Schauen wir mal. Hab sie beide. Jawoll. Ach, da sind noch... Ach komm, da ist noch einer gewesen, ey. Bullshit. Ah, Mist. Ah, der hat mich auch geholt. Oh yeah. Ja, also nicht so... Ey, Teammates. Ist nicht so einfach zu zweit, ne?
Ja, Ja, wenn du kein Team hast. guck mal, Alan, was hat der? Ja, die haben natürlich 3 Bar. Das merke ich sofort. Er rennt um die Ecke, hat mich sofort im Aim drin. Naja. Was will man dazu sagen? Ich gebe mein Bestes, Jungs. Ich gebe wirklich mein Bestes. Oh, und ich bin bei C und hier sind alle. Und ich hole mir gleich mal. Ey, die haben jetzt A Ich hole geholt. mir mal 2 Stück von den Chaoten. Ey, was ist denn das für ein Schimmelpimmel da hinten, Alter? Kriegst Kotzen, krieg ich da schon wieder. Schimmelt bei A rum, ey. Komm, wir holen C. Jo, Da schaust du dir da ist an. wieder einer mit dem Schild. Hab ich. Idiot. Ich save die Tür Die da. Dragon. Ja, ich save die Tür außen. Glaub, da Die kommt. Dragonfire ist in der Luft, Achtung. Die Dragonfire. Hast du den? Ja, ich hab einen rausgeholt. Bei B ist einer, habe ich auch. Ist das zweite Runde? Ne, ist erste Runde, also brauche ich meine Killstreaks noch nicht Das raushauen. ist erste Runde. Boah, komm, ey. Okay, ich glaube, die versuchen jetzt wieder auf. Oben ist. Ah, ey, Berto, Mann! Ach komm, Alter! Hab ihn. Hab ihn. Ich versuche noch Atem. Ja, okay, Oh nee. Mann, ey, da messer ich voll ins Leere, Alter. Du Spacko. Geil. Und ich krieg natürlich den Last Kill. Super geil, ja. Zum Kotzen. Naja, was willst du machen? Was macht denn der da bitte? Ja, keine Ahnung. Der wollte mich, glaube ich, trollen. Hö. Erster Headshot seines Alter Lebens. Schwede. Ja. Genauso schaut's aus, Mann. So. Ey, wir haben 2 Bar-Verbindungen. 2 bis 3 Bar. Es ist so zum Kotzen, Mann. Naja, ich hab mal, wenn man bei speedtest.net hingeht, dann sieht man, dass wir 90% eine schnellere Leitung haben als 90% der deutschen ja, User. Oh, die sind alle bei B, Mann. Oh, Mann, ey. Weil halt keiner von unserem Team auch mitkommt zu B. Nein. So, ich versuche mal was wegzuholen. Und ich krieg einen Single Kill. Einen Single Kill. Ja, einen. Wie das klingt. Hauptsache, die geiern das UAV runter. Ey, komm, Leute. Okay, einer kommt durchs Haus in der Mitte. Pass auf hinter dir, Basti. Ja, ich hab Stuck bekommen. Du hast keine Chance gegen die, Mann. Das nervt. Ja, und er Ah. campt an seiner. Berto campt an seiner alt bekannten Posi oben im Haus. Und ich sag dir eins, sobald ich jetzt das nächste Mal da irgendwie rumlauf, gucke ich sofort in die Bude hoch. So, ich habe mir jetzt hier so. So, ich hol mal Ich habe mir jetzt hier so eine Waffe von irgendeinem gerippt. Ich habe so das Gefühl, die haben null verstanden, worum es hier geht, Mann. Ey, komm, Mann! Die sollen mal Flaggen erobern. Ey, dieser Bertoner, das ist so ein Penis, Ja, vor Mann. allem, der hat halt voll den Vorteil, wenn du 1 gegen 1 Situation mit dem hast. Oh, hier ist ein MSMC. Oh yeah. So, lass mich gleich mal hier durchrennen. Ich renn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie kommt's? Man merkt gleich, dass die Verbindung ranzig Boah, da oben ist. campt einer, ganz dreckig. Nee, fress ruhig noch mehr, mein Guter. Okay, wir verlieren A. Ich versuche A zu. Ach, scheiße. Guck mal, ob ich's noch krieg. Wo die Gegner sind? Ah, da läuft einer. Die kommen alle vom Brunnen. Brunnen und 2 unten. Oh, Berto. Wie hat denn der mich bitte geholt? Hätte ich jetzt Ach fast gedacht. nee, Mann. Ach komm, Jungs, Mensch. Vorsicht hinter uns. Ja. Ja, die Das kommen. Coole ist, du siehst einen roten Punkt, ne? Und dann siehst du ein Teammate von uns. Und dann siehst du, wie der rote Punkt verschwindet. Ah, Mann! Ey, das ist so krass, Mann. Die Waffen will ich, mein Guter. So. So, Hast irgendwie. da nicht den Hauch einer Chance? So, irgendwie voll blöd ohne Bouncing Betty.
ich versuche mal Richtung. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, das wird nix. Nee, ich glaube auch nicht, dass es wird. Also ich bin jetzt hier Richtung B. Vor allem, wir kriegen halt auch nicht B, ne? Nee. Ja, klar. Der holt mich oben auf dem Dach, ey. Eieieiei. Als ob es nichts Besseres gäbe für ihn zu tun. Okay. Nein, wir kämpfen auf dem Dach! So, komm, B. Schmeiß mal was zu B. Ja. Ich trau Ich mich. bin Ich B. muss dir ganz ehrlich sagen, ich trau mich nicht zu B. Ja. Trau mich nicht. Ja, warum? Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich mach Nate auf C. Ey, das gibt's nicht, Mann, Leute. Ihr müsst doch mal die Position verteidigen können. Das gibt's nicht. Wir haben so schlechte Teammates, das ist nicht mehr feierlich. Na komm. Ey, Mann, Leute, es hilft halt auch keiner mit, ey. Das ist so ein. Ja, lass Da! uns mal Richtung A laufen. Ach komm, ach, das Spiel ist schon Jawohl. vorbei. Cool. Ja. Guck dir das mal an. 18 zu 14, Alter. Ich glaube, ich krieg's kotzen, Alter. Tja, und ein super Start in unser erstes, ja, in unsere Serie. Das ist zum Kotzen, Alter. Ey, guck mal, aber wir haben. Du hast mehr erobert als die beiden Teammates zusammen hier, die da schon das ganze Spiel über drin waren, ne? Es ist ja, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Aber wir sind schon Level 4, also du bist Level 4, ich bin schon Level 5. Nice. Ja gut, ich sag's mal so, die ersten Runden, die kannst du echt immer in die Tonne klopfen irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wechseln wir die Lobby? Ja, wär cool. Aber weißt du, was mich gerade wundert? Du hattest mehr Punkte als ich, aber ich bin trotzdem im höheren Level, ne? So, jetzt können wir als erstes mal die Klassen Oh machen. ja, PD. Willst du dir irgendwas Ja, einstellen? also ich schalte mir jetzt hier erstmal die Typ 25 frei. Dann spiele ich die. Ja, Hardliner brauche ich nicht. Kaltblütig brauche ich auch nicht. Gewandtheit, ja, das ist alles nicht. Das ist alles, was taugt mir alles nicht, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Pistolen, okay. Warte mal, dann PDW, Mann. mach ich mir PDW, Mann. genau PDW, kommt sowieso. Und die Peacekeeper haben wir ja auch noch. Stimmt. Peacekeeper hast du auch noch. Stimmt, ja. Brauch keine zweite Waffe. Spielst du eigentlich immer mit zwei Perks? Ich spiele immer mit zwei Perks. Ich habe jetzt gerade drei drin, weil ich nicht weiß, was ich nehmen soll. Also ich habe Leichtgewicht eigentlich drin. Plünderer normalerweise im dritten Ding. Remington lasse ich mir jetzt mal auch drin. Und da ball ich mir jetzt noch den Peacekeeper rein und habe ich eigentlich eine gute Kombi. So, Peacekeeper, Remington. Ja. Wegen mir aus. Ich spiele mal ein bisschen. Oh, ich habe keine Prestige-Tokens, wollte ich schon sagen. Ich habe keine Tokens mehr. Also ich habe mir jetzt drei Klassen gemacht. Und zwar zum einen die MP7, zum anderen die PDW. Und zum anderen spiele ich immer mit der Type 25 am Anfang. Ja, bei mir das gleiche. Aber ich habe keine Tokens mehr. Ich habe jetzt. Weißt du noch, am Ende des ganzen Ding hast du so viel übrig. So viel Tokens und jetzt. Geil. Gut, dann hätte ich gesagt, suchen wir mal das nächste Match. Yes. Domination. So, ich mache mal wieder meinen roten Pfeil nach unten hier, so ganz gechillt. Wusstest du schon, ja, ne? Ich suche ja. Ich muss mal gucken, ob ich Beste suche. Warte mal. Ah, ich habe normal gesucht. Okay, das ist natürlich scheiße. Ich habe normal gesucht. Für Ja, unsere. das ist, wenn du hier nix machst. Für unsere Ja, Prest best. Hardcore-Prestige-Leitungen. Das ist eh was ich nicht verstehen kann in diesem Spielen. Wenn du Black Ops spielst oder allgemein Call of Duties momentan, da hast du sowas von die Abhängigkeit von den Hosts. Das ist Ja. echt nicht mehr feierlich. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ja. Oh, Oh Raid. Hast du Bock auf Raid? Ich habe ja. irgendwie Bock auf Ich habe auch Raid. Bock auf Raid, aber jetzt. Oh Mann, Leute, votet mal Raid. Ich glaube, der nächste geht Raid, wahrscheinlich auf please. Zufall. Ich hasse es, wenn bei mir immer dieses grüne New ist. Ich hasse das. Mich nervt Kann das das auch nicht absolut. wegmachen. Ich muss dann immer alles durchgucken. Ja, und dann geht's auf. Na, okay, komm, Raid, bitte Raid. Wieso? Votet doch für Mehr Raid. Spieler für Teamausgleich erforderlich, ja. Es sind so viele. Oh. Als hätten wir das nicht gerade schon gehabt, ne? Ja, zum Kotzen. Vor allem, geil ist halt auch, wir spielen natürlich wieder Die ganzen gegen wen? Prestigemeister und wir sind die ganzen Low-Level im Team. Ja. Sehr.
Ja. faire Teamverteilung.